Liebe Seele, vielleicht erahnst du, wohin deine Reise nun gehen möchte, wohin ich dich begleiten möchte. Ja, es ist so. Es führt dich in die höchsten Ebenen deiner Erleuchtung. Viele streben danach und wünschen sich eine bessere, neue Welt. Sie sprechen über kühnste Vorstellungen, wie diese Welt wohl in Erscheinung treten wird. Was sie nicht ahnen, ist, dass sie sich dabei selbst im Weg stehen. Denn nur allein das Warten auf etwas scheinbar Besseres blockiert den Weg. Es gelten doch immer die gleichen geistigen Gesetze. Du kannst nur zu dem werden, was du bereits bist und du auch bereit bist zu sein und dazu zu stehen. Wenn du dein wahres Wesen anerkennst, ja sagst zu deiner wahren göttlichen Essenz, dann wird es für dich real und zwar augenblicklich. Das ist nicht an Zeit und Raum gebunden. So lege ich dir nahe, überprüfe dein Glaubenssystem. Es ist möglicherweise überholt und nun mehr hinderlich als hilfreich und nützlich. Im Erkennen, dass du dein eigener Schöpfer bist, dein Leben in jedem Augenblick selbst erschaffst, eröffnet sich dir eine neue Dimension, in der es keine Vorstellung mehr gibt von Schuld, gut oder böse, richtig oder falsch. Es ist die geistige Ebene der Hollywood-Schaukel aus meinem Modell der Zellkinder. Aus dieser Ebene heraus bewusst zu handeln bedeutet, du erkennst die Schöpfung an und beginnst ihr zu dienen. Es wird zu deiner Lebensbestimmung und davon kann dich auch nichts abbringen. Wenn du dich noch im Loslassen übst und glaubst, damit etwas verändern zu können, dann gebe ich dir folgenden Rat. Schenke dem, was du loslassen möchtest, deine bedingungslose Wertschätzung. Egal wer und was es ist. Dann kann es gehen und du bist frei. Dein Seelenplan ist aus geistiger Sicht real, denn er ist ja bewusst geplant und gewollt. Er entspricht einer selbstgewählten Rolle in Hollywood und findet in unserer Dimension statt.
in einer Welt der Wahrnehmungen und möglichen Sinnestäuschungen. Du, großartiges göttliches Wesen, bedienst dich dieser illusorischen Welt, um mit Hilfe der Zellkinder jede auch nur erdenkliche Erfahrung im Menschsein durchlaufen zu können. Dies ist möglich, weil die Zellen wie Kinder empfinden, die sich vor allem fürchten, was sie nicht kennen. Die sich durch alles beeinflussen und manipulieren lassen, weil sie nicht zwischen Illusion und Realität unterscheiden können. Ein gigantischer göttlicher Schachzug. Die gezielte Auswahl der Eltern und ein passendes Umfeld ermöglichen es somit deiner Seele, in jede nur erdenkliche Rolle zu schlüpfen. Wenn du dich kurz einmal auf diese Vorstellung einlassen möchtest, dann spielst du ja jedes Mal lediglich eine Rolle. Aus dieser Perspektive machst du niemals etwas falsch. Deine Seele macht lediglich die Erfahrungen, die sie sich vorgenommen hat. Schlussfolgernd sind also nicht die gewählten Erfahrungen, die schon in der Kindheit prägend wirken, das Problem, sondern die Bewertungen, die die Menschen darauf legen. Davor warnte uns schon Jesus, als er sagte: Richtet euch nicht. Liebe Seele, erkenne an, wer du in Wirklichkeit bist und verleugne nicht länger deine göttliche Existenz. Du bist nicht dieses hässliche Entlein, du bist ein Schwan. Du kommst aus dem Licht, aus einem zeitlosen Zustand, in dem es keinerlei Erfahrungsmöglichkeiten gibt. Somit gibt es im Licht nichts zu entdecken. Also nimmst du teil am Spiel des Vergessens und nimmst es in Kauf, dass du vergisst, wer und was du bist und dass du bereits alles bist. So funktioniert das Spiel, indem du dich also nicht kennst und indem dir nicht bewusst ist, was du tust. So gehst du immer wieder durch den Schleier des Vergessens, um jeweils aus einem neuen Blickwinkel auf dich selbst zu schauen. Am Beispiel eines Diamanten beleuchtest du also immer wieder eine neue Facette von ihm. Dies wiederholst du so oft, bis du alle Perspektiven von dir erfahren hast. Durch unendlich viele Leben und durchlebte Erfahrungen wirst du immer bewusster, um schlussendlich zu erkennen, wer du bist und dass du alles bist, was es gibt. Das ist dein Spiel hier auf Erden. Deshalb bist du hier.
sprich immer wieder liebevoll die Worte: Ich bin schon alles.